wir haben schon viele relativ gute Fahrer, aber er zeichnet sich schon dadurch aus, dass er sehr schnell lernt. Also das heißt, er fährt mit dem Tourenwagen die Tests und kann dann auch sehr präzise Aussagen treffen, was uns als Team auch weiterbringt in der Entwicklung des Fahrzeugs, was die Luftdruckeinstellungen zum Beispiel angeht. Also er ist sehr präzise und bislang auch sehr konstant, fehlerfrei. Und wenn er das so fortsetzen kann, glaube ich, ja, hat er sehr gute Chancen auch auf den Titel. Meine Stärken beim Rennen fahren, ich würde sagen, Konzentrationsfähigkeit ist ziemlich hoch. Ich lasse mich nicht leicht ablenken. Ja, also das ist seine erste Saison im Tourenwagen jetzt, im Chevrolet Cruze Eurocup. Und ich muss sagen, bisher wirklich hat der Max eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Ja, also ich habe sehr früh mit dem Kartfahren angefangen und deswegen würde ich sagen, jedes Wochenende trainiert, ist schon eine Menge Erfahrung da und ich tue mich relativ leicht bei den verschiedenen Serien. Also er kommt ja aus dem Kartsport und hat jetzt den Step in den Tourenwagen geschafft, konnte ja gleich auch das Auftaktrennen am Hungaroring gewinnen und ich denke, das ist schon was ganz Besonderes, vor allem für so einen jungen Fahrer, gleich im ersten Tourenwagenrennen dann so zuzuschlagen, liegt jetzt in der Gesamtwertung auf Platz 2, kann jetzt vielleicht heute hier am Salzburgring auch wieder die Führung übernehmen und da von unserer Seite aus, vom kompletten Team auch, einen großen Respekt an ihn, ja. Das Faszinierende ist einfach die Geschwindigkeit, wenn du sagst, du fährst in die Kurve rein, merkst, das Auto rutscht und hast einfach die Geschwindigkeit im Auto. Das ist, oder allgemein im Motorsport, ist für mich das Größte. Er hat es jetzt heute geschafft, auch aufgrund der regnerischen Bedingungen durch sein fahrerisches Talent da einen Unterschied zu generieren, der sich dann auch mit ja, über 2 Sekunden, glaube ich, auf der Rennstrecke dann deutlich machte. Und das ist schon eine richtige Hausnummer. Ich kenne Max seit vielen Jahren, als auch die Eltern, und war von Anfang an vom Talent von Max absolut überzeugt. Ich glaube, wenn man junge Talente hat, muss man diese Talente fördern. Und ich stehe selber mit meiner Person und meiner Firma hinter Max und seiner Leistung. Wir machen auch aktive Pressearbeit. Zeitungen sind sehr begeistert, wenn sie neueste Artikel von Max bekommen. Und mit schönen Fotos natürlich. Das ist immer ganz interessant. Ich selber bin auch von einem Sponsor in meinem Geschäft gefördert worden und sehe die Möglichkeiten, auch wieder was zurückzugeben und was weiterzugeben an die nächste Generation, ein Talent wie den Max. Und bin sehr stolz, auch mit meiner Firma und dem Unternehmen hinter Max und seiner Leistung zu stehen. Wir versuchen natürlich auch diese Förderung für den Nachwuchs an unsere Kunden zu kommunizieren im Rahmen der Nachwuchsförderung. Es gibt der Firma auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren, die Firma Zeitlager. Wir vermieten Lagerräume, vermieten auch Lagerräume für Kunden, die Automobile bei uns einlagern, die auch im Oldtimer-Sport, im Motorsport aktiv sind und versuchen natürlich auch über das Promoting und über das Sponsoring von Max dieses Produkt in die Breite zu tragen. Bei den Veranstaltungen selber, bei den Rennveranstaltungen sind immer Fernsehteams da, die natürlich die jungen Nachwuchstalente auch interviewen. Bei den Siegerehrungen, die Serienveranstalter, die bieten auch immer sehr viel Pressearbeit. Auf Facebook hat der Max auf der privaten Seite 1700 Freunde derzeit, die natürlich sehr interessiert sind, was so geschieht und auch gerne teilen. Und seine offizielle Facebook-Seite, das ist noch recht neu, da hat er jetzt fast 500 Likes, aber sehr viele, die eben beobachten und sofort immer schauen, was gibt's Neues von Max. Ziele ist es definitiv eine GT3-Meisterschaft, wie zum Beispiel GT Masters oder ähnliche Serien. Auf jeden Fall in die Richtung. Natürlich Hauptziel DTM.